schönen guten Abend. Das seht ihr auch schon, ich bin auch da. Das Delay müsste jetzt heute ein bisschen größer sein, das müsst ihr verzeihen. Wir haben ein bisschen was umgestellt, die Sicherheit geht vor. Deshalb müsste der Stream ungefähr 30 Sekunden Verzögerung haben. Hoffentlich ist das jetzt nicht so gravierend für euch. Aber was funktionieren sollte, ist jetzt, dass Twitch und YouTube gleichzeitig funktionieren. Erstmal schönen guten Abend zum GeekFreaks Livestream. Schön, dass ihr auch da seid. Keine Ahnung, wie lange wir heute machen. Wahrscheinlich ungefähr geschätzt einfach mal so, ich denke mal, eine gute Stunde werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Themenmäßig habe ich mich jetzt noch nicht komplett hundertprozentig festgelegt. Ich wollte euch einfach mal das Setup ein kleines bisschen noch mit zeigen und ich hätte natürlich auch noch weitere Ideen, das können wir gleich mal durchgehen, so wenn ihr Bock habt oder wenn ihr drüber quatschen wollt, was wir da alles ein bisschen machen könnten. So, was wir machen könnten ist Kleinigkeiten. Hier unten seht ihr zum Beispiel einen Ubuntu Desktop. Ich könnte euch zeigen, wie man einen Magic Mirror auf jedem Gerät einrichtet, so wie wir es da oben gemacht haben. Einfach mal so als Live-Foreshadow-Casting, bevor ich ein Video machen kann, weil ich im Moment nicht so wirklich dazu komme, so viele Videos zu machen. Das wäre mal eine Idee. Also wenn ihr Bock habt, können wir das gerne machen. Da hinten habe ich auch schon was vorbereitet. Ich muss mal gucken, auf welcher Kamera liegt es denn auf der Overhead-Splitscreen. Ja, wo habe ich denn die schon wieder? Wahrscheinlich ist es die hier. Ja, schaut ihr, da habe ich schon einen kleinen Setup vorgebaut und da sehe ich auch schon, da passt schon wieder irgendwas nicht. Ja, und zwar richtig, eine Kamera habe ich nicht rumgedreht. Das ist ein bisschen blöd, die werde ich jetzt gleich noch schnell rumdrehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Sekunde, schauen wir doch mal, wie man das rumdreht. Ich habe gerade keine Ahnung. Das müsste ich um 90 Grad herumdrehen, die Quelle. Ist jetzt blöd, schaue ich mal, ob ich das machen kann. Drehen, alle transformieren. 180 Grad drehen, so, jetzt sieht das Ganze natürlicher aus. Das können wir natürlich auch machen, dass wir uns das mal anschauen. Und natürlich gibt es noch ein paar andere Sachen, die wir durchgehen können. In der Umfrage, die ich jetzt vorhin schnell noch gestartet habe, haben sich die Leute gefragt, hey, wie sieht es denn aus mit PC-Sicherheit? Ist das was, was euch interessiert? Ihr könnt jetzt ruhig mal in die Kommentare unten hier in den Chat reinfeuern, was euch interessieren würde themenmäßig. Allgemeintalk, PC-Sicherheit, Magic Mirror auf dem Rechner installieren oder basteln mit mir da hinten an der Überraschungsnummer, die ich schon angeteasert hatte. Ah, wir sind wieder da. Juhu. So, haben wir es hinbekommen. So, also gut, legen wir mal los. Wir haben einiges umgebaut. Das hier war ein OBS-Crash, wie immer halt. OBS ist großartig. Wahnsinn, muss man echt lustig finden. Was haben wir umgebaut? Also ich hier hinten, sieht man vielleicht, ich habe hier so eine Stangenkonstruktion hier oben gebaut mit Kameras und Zeugs, so dass ich auch mal hier Unboxing-Spielereien machen kann. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Hier hinten habe ich so einen Sternenhimmel montiert und da soll noch vieles settingmäßig kommen, was ich in nächster Zeit ein bisschen update und ein bisschen verändern. Und ich hoffe, das wird auch lustig und schön. Und so, erstmal hallo Leute. Ich bin schon mal froh, dass es nicht an meiner VM lag. Das kann ich euch mal zeigen. Das ist die nächste Neuerung, die ich gemacht habe. Die nächste Neuerung ist, ich starte mal Parsec. Und Parsec möchte ich euch auch mal vorstellen. Jetzt nicht heute, aber demnächst. Ja, geil. Er lässt mich nicht drauf. Oh, das ist jetzt schon wieder sehr gut. Da funktioniert gar nichts. Das ist geil. Das heißt, dieser PC hier spackt jetzt richtig rum. Ja, dann sind wir mal froh und hoffen, dass der Stream so lange noch durchhält. Normalerweise streame ich jetzt die Sachen per Par, also auf dem Android-Server. Ich schicke das hier per NDI rüber alles und schicke das an den Server. Und der Server hat Streamlabs, OBS und OBS gleichzeitig laufen und schickt es erst nach YouTube, dann nach Twitch. Geht im Moment nicht anders, da ich keine mehrfachen Grafikkarten im Rechner drin habe und versuche so das Signal ein bisschen zu entlasten, dass wir alles trotzdem gut am Laufen haben. Asynchronität, ich hoffe mal, dass die nicht so arg ist, weil das Signal wird quasi direkt weitergeschliffen. Also ich hoffe, das funktioniert. Wir haben auch nur 6000 Kilobits und 4K in YouTube. 4K sollte heute funktionieren. Das heißt, wenn ihr jetzt 4K klickt, dann sollte 4K auch funktionieren. Das ist doch schon mal schön. So, wenn irgendwas ansteht, dann kann mir mein Team gerne Bescheid sagen am Handy. Ich bin immer am Handy. Und ich tue diese Zuschaueranzeigen jetzt endlich mal ausschalten, weil die Zuschaueranzeigen nie funktionieren. So, die nehme ich jetzt überall raus, weil die immer sich verziehen. Und mir ist das doch eh egal, wie viele
Zuschauer wir haben. So, das Thema hier unten habe ich auch noch nie aktualisiert, weil ich heute nur wieder ein bisschen langsam bin. Die Tage ziehen sich. Wer von euch ist auch out of time? Also ich bin sehr oft sehr viel out of time, muss ich dazu sagen. So, ich aktualisiere mal das Thema. Jetzt müsste das Thema auch aktualisiert sein. Wow, cool, jetzt habe ich das Thema mal zerrissen. So, ich versuche mal das Thema noch ein bisschen. Wow, cool, habe ich das Thema zerrissen. Top. Jetzt, cool, ist immer noch zu lang. Okay, so ist es kürzer. Ja, passt. Gut. Ja, das würde mich sehr freuen. Ja, der Schlafrhythmus, ja. Das hat auch immer so ein bisschen so mit dem jungen Nachwuchs zu tun und so weiter. Also, worauf ich erstmal raus wollte, ich fand es ziemlich cool und wichtig, für mich selber so ein Smart Magic Mirror aufzusetzen. Aber das jetzt zu machen, das könnte dann etwas dauern. Also, wenn ihr sowas wollt, dann müssen wir ganz viel in Ubuntu arbeiten. Ist möglich. Oder hier drüben können wir auch noch. Jetzt bin ich aus dem Bild raus, aber nicht mehr lange. Nee, jetzt komm schon. Komm schon. So, also, wir können hier das hier machen. Warum wird hier ein QR-Code angezeigt? Ist mir eigentlich egal. Also wir können auch hier ein bisschen arbeiten und ich kann euch zeigen, was das da ist, falls ihr da drauf Bock habt. Ja, ich bin ein alter Sack, ich weiß es. Übrigens, ich habe jetzt auch ein Rückbild, ne? Wen das interessiert. Ich habe hier sogar mehrere Rückbilder. Warte, jetzt müsste ich hier nur auf das da gehen. Zack. Und dann habe ich sogar meinen NDI-Bildschirm drauf mit dem Laptop, den ich gerade befeuere. Und wenn mich das nicht interessiert, kann ich da drauf gehen. Dann habe ich mich und hier einen transparenten Chat. Also wenn ihr das Fenster cool findet, dann können wir so auch öfters mal was machen, basteln und spielen. Also das fand ich halt auch sehr geil. Das habe ich von meiner Frau zum Geburtstag bekommen. Einen kleinen Holzroboter bauen mit ganz vielen Einzelteile. Ihr könnt mir ansagen, was euch interessiert. Dann können wir das auch durchgehen. Also sagt mir einfach Bescheid, was ihr haben wollt. Ab in den Chat. Los, feuert mal los. Und ja, das ist das. Und wen das hier interessiert, was ich hier gebaut habe, ich kann jetzt zum Glück, und das war auch so ein bisschen eine Spielerei, ich kann jetzt zum Glück alles mit dem Handy steuern. Ich habe hier mein Touch-Portal umgestellt, dass es auf dem Handy funktioniert und dass es gleichzeitig hier drüben funktioniert auf dem Tablet, das ich fest fixiert habe. Damit kann man ein bisschen jo, viel Spaß, Moritz, bastel ein bisschen, ist auch schön. Wünsch dir noch einen schönen Abend, mein Freund. Ihr entscheidet, was gibt's, was wollt ihr haben? Ich muss mir einfach sagen, was ihr so ein bisschen haben wollt als Thematik. Also jetzt im Chat kommt recht wenig Angaben. Aber ihr könnt ja auch einfach zeitversetzt sein, wer weiß das schon. Und jetzt schauen wir mal auf die andere Kamera wieder zurück. So. War natürlich die falsche. Also, habt ihr euch. Serverprojekt echt mega. Dankeschön. Ich finde das Serverprojekt immer noch mega. Also, der läuft ja auch wie Harry. Darauf findet ja auch gerade der Stream statt und noch ein paar andere Sachen, die ich gerade gebastelt habe. Das Ding ist so cool und so super und ich werde auch versuchen, ein paar Unraid-Videos zu machen. Die interessieren zwar anscheinend keine Sau, aber das würde ich natürlich... Ja, ich musste die Crash-Routine direkt einweihen. Also wenn ihr ein bisschen was zu Unraid-Basteleien haben wollt, ja, das war mein Wunschthema, das stimmt, aber es ist jetzt die Frage, ob das die Leute interessiert. Ich persönlich stehe natürlich drauf, man kann Unraid-Basteleien viel machen. Ich baue gerade sehr, sehr viel in VMs. Was aber auch teilweise schwierig ist, sich selber Docker-Container zum Laufen zu bekommen, die nicht bei Unraid standardmäßig dabei sind. Ich habe dafür noch keinen ultimativ guten Weg gefunden. Nicht, weil ich neu zu Docker bin. Docker in der Kommandozeile kann ich ziemlich gut, aber mit dem Unraid-Integrieren vom Docker-Hub, da hapert es manchmal einfach ohne Ende. Es gibt keine schönen deutschen Tutorials für Unraid, das stimmt absolut. Okay, Unraid und du bist sofort dabei. Naja, gut.
Oh Gott, alle wollen Unraid. Naja, gut, wir können auch einfach ein bisschen in Unraid basteln. Ist ja nicht so, als hätte ich nicht alles dafür vorgelegt. So, habe ich ja auch. Also, wir sind ja, ne, hier, bla, ich habe ja die Ubuntu-Maschine, also. So, ich würde gerne in Unraid noch ein paar Sachen machen. Zum Beispiel habt ihr, wisst ihr, was Heimdall ist? Das hier ist mein Heimdall. Ich habe mir quasi eine eigene Startseite vorgelegt, in der ich Shortcuts habe zu verschiedenen Dingen. Die hier funktioniert jetzt ausnahmsweise mal wieder nett. Warum, weiß ich nicht. Und in diesen Shortcuts, hier seht ihr, bla bla bla, das sind Adressen, das sind. Keine Angst, ihr kommt nicht drauf, dafür braucht ihr Passwörter. Und in diesen schönen Adressen habe ich eingerichtet, halt, wie man zum Beispiel zu meinem Dropy kommt oder wie ich schnell auf das Linux drauf komme. Die VM-Adressen gehen leider nicht immer oder schnellen Account, den habe ich gelöscht gestern. Den Firefox, der geht auch nicht mehr. Ja, ich komme immer zu nichts. Der Putty, der müsste noch gehen. Nee, auch oh, der geht nicht mehr. Oh, ich habe alle Ports zugemacht, das ist ja interessant. Ei. Die HDD-Erkennung nervt noch etwas. Ja, das kenne ich. Kann man auf einem Unraid-Server auf einer VM spielen, aber das über einen Laptop in einem anderen Netzwerk? Ja, das kann man sehr gut. Das kann man sogar sehr gut. Kann ich euch sogar noch ein bisschen was dazu zeigen? Und zwar habe ich das ja schon so eingerichtet, dass das möglich ist. Ich gehe mal ganz kurz auf diese Frage ein, ob ich das spielen kann. Klar, wenn du normal spielen willst auf Unraid, hast du deine VM, gehst du drauf, hier zum Beispiel VM Remote, gehst du auf deine, wo ist denn das jetzt hin? Ja, hier. Gehst du auf deine VM drauf und dann kannst du arbeiten. Das ist zwar doch schon recht, ihr seht, ich habe da eine AMD drin. Das ist okay, das ist jetzt nicht das Snappigste. Vom Delay im Heimnetz auch okay, aber am schönsten ist es mit Parsec. Ja, das sollten wir heute mal machen. Mal quatschen wir mal kurz über Parsec. Dafür muss ich rüber zum anderen Laptop. Wenn der Lappy keine gute Grafikkarte hat, wird es schwierig. Du kannst zwar damit arbeiten, aber ich zeige euch das mal. Ja, ich zeige dir Heimdall-Einstellungen auch. Okay, das machen wir so. Ich gehe erstmal Heimdall durch und dann können wir Parsec durchgehen. Machen wir, das ist cool. Gut, also fangen wir an. Heimdall. Heimdall hier ist eine App, die könnt ihr hier runterladen. Gehen wir hier rüber. Heimdall. Gebt ihr ein. Hier. Was ist das Ganze? Es ist einfach nur ein, wie nennt man das, schönes Link-Sammlungsding. Also es wird immer populärer. Auch in den Downloads, überall wird es immer populärer. Das ist schon ziemlich interessant. Und ich habe mich selber eingearbeitet mal in das Thema Heimdall. Und das könnt ihr auch, aber ihr braucht es gar nicht so komplex machen. Ihr könnt einfach Links einfügen. Mehr ist es gar nicht. Das ist einfach nur so eine Link-Distribution. Oben habe ich noch Google eingefügt, dass ich zum Beispiel irgendwas anderes eingucken kann. Oder Bing, DuckDuckGo. Und dann kann ich hier eingeben, zum Beispiel HDD. Und dann komme ich zu einer interessanten Seite. Bing nutzt niemand. Das war jetzt einfach ein Spaß. Und hier könnt ihr Links hinzufügen. Was ich jetzt zum Beispiel gerne hätte, ist meine Ubuntu. Ja. Ich nehme den Link, wie er hier oben eingegeben wird bei mir. Gehe hier rüber zu Heimdall, sage, pass auf, ey, Heimdall. Ich möchte einen hinzufügen. Gebe hier ein Ubuntu. Es gibt vorgefertigte Presets für ganz viele Sachen. Aber Ubuntu wird auf keinen Fall mit drin sein. So, die URL gebe ich mir mit drauf. Ich will es aufs Home-Dashboard legen. Und jetzt kann ich sagen, glaube ich, will eine Hintergrundfarbe und ein Bild haben. Hier habe ich tonnenweise Bilder. Was nehme ich denn? Ich nehme jetzt einfach mal das da. Und dann hätte ich hier so ein kleines Bild und klicke auf Speichern. Das war's schon. Und jetzt gehe ich hier oben drauf, sage Element auf dem Dashboard platzieren. Hier drüben haben wir Ubuntu. Ich linke das mit dazu. Und dann hätte ich jetzt mein Ubuntu schon mit ihr. Und dann klicke ich hier drauf und zack, werde ich da verbunden zu Ubuntu. Ich kann da jeden Link zu allen Sachen schnell zusammenfassen. Und das ist fancy. Und wie ich es eingestellt habe, zeige ich euch auch, wenn ihr wollt. Ich habe das Ganze hier auf dem Port umgemappt. 555, 556. Und habe das Ganze über meine App da laufen lassen. Mehr brauche ich gar nicht. Habe den Container gestartet. Und schon kann man damit hantieren und rumarbeiten. Da kann man auch Bookmark setzen. Und in den Einstellungen kann man noch ein bisschen rumspielen. Sprache, Hintergrundbilder. Dadadadada. Ich habe dieses Hintergrundbild zum Beispiel eingegeben. Ja, das ist teilweise super einfach und super schnell zu bedienen. Sein eigenes Quick-Dashboard für alle wichtigen Sachen. Ich bin bloß immer zu faul, die Sachen zu aktualisieren, weil ich die Links immer so eingebe.
ist nichts anderes wie eine Bookmark-Verwaltung, aber eine schöne. Weil du es halt komplett mit jedem Link, IP, was auch immer bestimmen kannst und was auch wichtig ist. Du kannst Benutzer anlegen. Das heißt, jeder Benutzer kann seine eigene haben, was schon mal cool ist. Und du kannst von App-Listen deine eigenen Thumbnails ziehen lassen, wie diese hier oder das, die werden automatisch gezogen. Ich finde es einfach praktisch. Manche Sachen gehen im Moment, wie gesagt, nicht, weil ich sie nicht richtig eingestellt habe, aber zu meinem Router zum Beispiel komme ich trotzdem. Finde ich einfach schön und praktisch. Cool, das war ein Heimdall. Also wenn es euch interessiert, ich fand es cool. Und es ist auch einfach Handy, das als Startbildschirm zu haben und meinen eigenen Server laufen zu lassen. Gut. So, das andere ist Gaming-Maschine. Wie nicht Ubuntu, nein, und auch nicht unsere Homepage, sondern wie unsere Windows 10 VM. Wie diese hier. Ihr seht, auf dieser Windows 10 VM hier oben, da läuft gerade der Stream links zu YouTube und rechts zu Twitch. Der restreamt. Das natürlich geht nur richtig und gut mit einer Grafikkarte. Das heißt, die Grafikkarte, die ich hier drin habe, für die Anfänger ist nochmal System-Devices, gehst du runter, schaust du dir an, ist eine NVIDIA-Grafikkarte, eine 1650. Super. Gut. Und die habe ich durchgeschliffen und das zeige ich nochmal hier. Das zeige ich nochmal hier und dann gehen wir auf Edit und dann gucken wir uns das an. Die habe ich hier. Ich habe die ROM mir runtergeladen und habe die BIOS-ROM quasi benutzt. Und mit dieser BIOS-ROM, VBIOS von der Grafikkarte, und der Soundkarte habe ich die Grafikkarte durchgeschliffen und gebootet. Mein Android ist headless. Das heißt, ich habe keine Grafikkarte. Normalerweise braucht man eine Grafikkarte, um Android zu benutzen. Und die brauche ich nicht. Ich habe einfach am Anfang, das kann ich euch auch mal zeigen, da müsst ihr ein paar Kommandos eingeben, übrigens im Flash. Könnt ihr hier rüber. Und hier habe ich die Grafikkarte durchgeschliffen, dass sie nicht benutzt wird. So, und was ich noch gemacht habe, was viele Leute vielleicht nicht wissen, ist, ihr müsst die Grafikkarte anmounten in Unraid, dass das funktioniert. Da gibt es das Plugin User Scripts, das habe ich benutzt und habe mir eigene User Scripts quasi geschrieben. Ja, kann ich doch bestimmt aufmachen. Hallo? Ah, Log-Information. Diese Fenster hier im Moment. So, hier. Guckst du, ich habe hier User Skripte. Und die kann ich euch theoretisch sogar zeigen. Dann müsste ich jetzt mal rein tabbeln und kann euch mal erklären, was die machen. Und wahrscheinlich ist es wieder dahinter verschwunden. Es verschwindet im Moment. Ich habe keine Ahnung, warum das so buggy ist. So, ich mache das mal zentral, weil sonst seht ihr nichts. So, und dann zeige ich euch mal, welche. Ich nutze Proxmox unter Unreal als VM. Das ist top. Das kann man machen, wenn man es braucht. Ich finde es ein bisschen über, aber gut. Dann machen wir das Ganze mal. Verzeiht mir mein langsames Linux-Leben. So, wir sind aber genau wie ich bin in Linux immer ein bisschen, ich will ganz sagen, unfirm, weil ich halt trotzdem Windows-Mensch bin. So, cd user scripts ls. CD Scripts LS. Schauen wir doch mal rein. Aha, genau. ZFS Start. Sudo nano ZFS Start. Nein, das ist es nicht. Sudo nano ZFS. Das ist es auch nicht. Was ist denn da hier los? LS. Ah, so, Nano Startup. What? Ach ja. Was? Ach ja, okay, toll. Toll. Okay. Meine Skripte sind aus irgendeinem Grund leer. Das kann eigentlich gar nicht sein. So. Delete Dingling Images. Nein, Video Galaxy. Nein. Ich versuch's einfach nochmal. Komm schon. Okay. Oder, oh Gott, vielleicht habe ich gerade einen absoluten Hänger. Ich glaube, ich habe einen absoluten Hänger. Ja, weil ich muss nämlich CD. Haha, das ist ein Ordner, ich Idiot. Ja, ja, jetzt haben sich alle im Hintergrund beschweren, was ich für ein Idiot bin. Kann passieren. So, hier, das wollte ich euch zeigen. Und das müsst ihr eingeben. Und
laufen lassen, wenn ihr... Ihr seht immer noch eine OBS, oh Mann. Ich war so langsam. Bitte verzeiht. Ich gehe mal kurz raus. Ihr habt dann zum Glück den ganzen Fail nicht gesehen, beziehungsweise den anderen Fail schon gesehen. Ja, ja, ja. Ich zeige euch, wie man da hinkommt. Okay. So, dahin und dann CD-Config und dann CD-Plugins und dann Warum bin ich da jetzt rausgeflogen? Ich weiß es nicht. Warum hat er mir das jetzt gemacht? Ich weiß es nicht. Manchmal ist Android lustig. So. Sorry. CD-User.scripts.ls CD-Scripts.ls und dann CD-Startup.ls und dann sudo nano script. So, und hier oben sieht man es dann. Machen wir so ein kleiner. Ja, jetzt seht ihr es. Sorry. Ich war echt ein bisschen zu langsam. Und jetzt seht ihr hier oben. So, seht ihr jetzt, was ich eingegeben habe? Das braucht ihr, um eine Grafikkarte richtig einzubinden bei einem Headless-Start. Und wenn ihr das als Startup habt, dann geht das auch. Und das nächste ist, also das braucht ihr auf jeden Fall, das müsst ihr eingeben, als Skript, das am Anfang läuft, dass die Grafikkarte in Android ausgeworfen wird und dann fahrbar ist von der Windows 10 VM. So. Ich habe natürlich auch noch ein paar andere Skripte, wenn es interessiert. Der kann. So. Ich bin echt müde. So, da zum Beispiel den Cpol-Export beim Autoauswurf, beim Runterfahren habe ich eingestellt, wenn das Ding runterfährt. Oder sieht ihr, ich will, ja, ich mache immer alles langsam, ich weiß. So. Oh, dankeschön für die Spende. iSims 14, dankeschön. Das ist cool. Geil, dankeschön. Ah, wenn ich nur CD eingebe, bekomme ich immer nur ein Dankeschön, OBC. Danke, das sind Infos, weil ich einfach zu langsam bin. Ich lerne echt langsam. Das mag den Leuten vielleicht so nicht auffallen, aber ich bin eine echt beschissen langsame Schneeflocke. Ich kriege meine Sachen dann schon hin irgendwann, aber ich bin echt langsam alleine. Und hier, da habe ich wieder alles rausgenommen gehabt aus dem Skript. Okay, so zurück. Gut, das waren die Skripte, die ich verwendet hatte. So, wenn ihr das gemacht habt und quasi eure Skripte für die Grafikkarte, dass er ausgeworfen wird und wieder gemountet werden kann, von einem Betriebssystem durchgezogen habt, dann ist das cool. Jetzt schauen wir uns die Windows 10 VM an und ich zeige euch, was Parsec macht. So, da gehen wir rüber und zwar dahin. Aber do. Aber auch nicht so, sondern do. Viel schöner. So, hallo. Ja. Jetzt sind wir hier drüben. Hallo. Ich habe zum Glück auch noch Chat und Rückbild. Das ist gut. So. Ihr solltet jetzt das hier sehen. Und ihr habt hier oben zwar so ein kleines Fenster, in dem ihr mich und den Stream doppelt seht. Sorry dafür. Aber im Moment kann ich es noch nicht so ganz anders lösen. Ich blende den Chat jetzt einfach mal kurz aus und ich blende ihn zwischendrin wieder ein. Und jetzt schauen wir uns an, was Parsec macht. Parsec ist ein Tool. Ihr wisst doch, was heutzutage die ganzen Hersteller machen wollen. Zum Beispiel Stadia. Ihr wisst ja, was Google mit Stadia erreichen wollte. Dass sie gesagt haben, pass auf, wir machen eine tolle Experience und Gaming und so weiter. Ja, ist möglich. Aber die Experience ist trotzdem nicht so geil. Was aber geil ist, ist Parsec. Weil Parsec nämlich quasi eine Art In-Home-Streaming darstellt.
oder auch Team kalkuliert, wer jetzt einen Account hat, kann überall in der Welt hin rumstreamen und kann seine Sachen mit echt geringer Latenz arbeiten. Und das zeige ich euch gleich auch. Normalerweise habe ich eine Latenz von 9 bis 16 Millisekunden beim Arbeiten. Und wenn ich nicht gerade da oben über meinen Monitor, weil da kann ich schlecht gamen, der hängt da oben und da komme ich super schlecht dran. Und wenn ich nicht gerade da arbeite, dann kann ich im Haus auch auf dieser Windows 10 VM gamen und streamen. Und das zeige ich jetzt mal schnell. Und zwar so, warte mal, jetzt müsste ich mich im Vollbild haben. Sehr gut. Ich muss meine Anmeldedaten doch einfach mal verstecken, das wäre sonst blöd. So, ich logge mich mal schnell ein in Parsec. So, add web. Komm schon, do it. Aha, meine E-Mail wurde mir gesendet für Login Attempt. Das ist klug. Ich liebe es, wenn solche Sicherheitssysteme aufgesetzt wurden. Jetzt muss ich bloß trotzdem erstmal auf die E-Mail-Adresse draufgehen und muss mich selber bestätigen, dass ich selber kein Bot bin. Das ist immer gut. Ja, ja, ich bin kein Bot. Ja, ja. Bla, bla. Übrigens, wer sich wundert, ich kriege am Tag 100 Millionen Spam-Mails. 100 Millionen. Und ganz viele Leute versuchen heutzutage YouTuber abzuzocken, indem sie Fake-Reviews machen und man soll Geld überweisen und soll seine Kontaktdaten rausgeben. Deshalb wollen die auch ganz oft einfach mittlerweile YouTuber abzocken. Vor allem viele Asiaten. Unglaublich, aber machbar. Und das tun sie auch. Außer bei uns, weil ich darauf keinen Bock habe. So, jetzt müsste ich hier noch da drauf gehen. Und zack, wir sind in Parsec. Das hier ist Parsec. Sieht jetzt unbedeutend aus. Ich habe jetzt hier The Geek Freaks und hier sind meine VM-Maschinen. Und da gibt es viele Einstellungen, die ihr machen könnt. Hier DirectX 11, welche Beschleunigung? H265 an, ja, an. Ich weiß jetzt nicht, ob es klappen wird. Deswegen, vorhin bin ich schon ein paar Mal rausgeflogen. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Das ist mein Hauptrechner. Das hier ist meine Windows 10 Maschine und ich klicke jetzt einfach mal auf Connect und wir schauen, ob es sich tut. Es tut sich nicht. Seht ihr? Bild schwarz. Bin sofort rausgeflogen, weil anscheinend das Ding mit dem Codieren völlig überfordert ist. Deswegen haue ich jetzt keine 3 Encoder drauf. Bild schwarz. Nicht gut. Fliege wieder raus. Gar nicht gut. Nein, ich bin da. Ich bin im WLAN und zwar im 2,4 Gigabyte Band, nicht im 5er Band. Deswegen habe ich jetzt hier eine schwankende Latenz mit viel Traffic. Wenn ich jetzt nicht im WLAN wäre, sondern im Netzwerk angebunden an meinen schönen Router, dann wäre das auch viel, viel weniger. Die Encoder und Decoder-Time kann man fast ignorieren. Das sind unter 5 Millisekunden. Ich disconnecte mal wieder. Das kann man eigentlich völlig ignorieren. So, und Parsec ist in der Hinsicht halt einfach richtig schön, weil es, wenn ihr eine Wired Connection habt, mit einer Wireless Connection braucht ihr echt WLAN, sonst seid ihr richtig aufgeschmissen. Zu laute Musik. Boah, da muss ich die mal leiser machen. Jetzt sagt mir doch. Sagt mir doch, dass die Mucke so laut ist. So, Mucke leiser gemacht. So, ich hoffe, jetzt ist es wieder gut. Ja, das war wahrscheinlich, weil die Mucke, keine Ahnung, irgendwie hin und her gewandert ist. Sorry. So, also ihr könnt damit echt sehr geil in Echtzeit arbeiten. Und das ist top. Ihr habt da Möglichkeiten, mit Freunden euren PC zu streamen und zu teilen. Ihr habt auch die Möglichkeit, die ganze Netzwerkverbindung zu optimieren, auch die Netzwerkeinstellungen UPnP schalten und H265-Komprimierung. Und ihr könnt auch sogar die Bitrate limitieren oder hochschrauben, sagen wir mal 50 Mbits, dass wir volles Dings haben. Das jetzt, falls ich hosten will. Deswegen war jetzt auch die Latenz so hoch. Ihr könnt Hardware- oder Software-Decoding benutzen, DirectX oder OpenGL, weil das ist schon echt, muss ich sagen, echt nicht schlecht. So, wir können das hier zum Beispiel mal versuchen und ich connecte nochmal einfach aus Gag. Und wir wissen ja, zu Windows VM 10 kommt zu Twitch und YouTube livestreamt. So, Bild schwarz. Gucken, was passiert. Bild wieder da. Weißt du, das ist interessant, weil der Monitor hat jetzt reskaliert, weil ich auf 720p bin. Normalerweise habe ich nämlich da drüben eine Auflösung von 4K. Zum Glück affektiert es jetzt nichts anderes.
Aber ist interessant, dass das sonst so rumspinnert ist. So, jetzt schaue ich mal, ob ich wieder zurückklicken kann, weil die Latenz geht mal zurück. Jetzt müsste sich der Stream wieder gefangen haben und das Bild wieder da sein. Ich weiß nicht, wie viel davon ihr seht oder mitnehmt. Aber Parsec ist schon cool. So, das Video kommt auf jeden Fall auf YouTube. Wir haben die zwei Xenons, aber ich habe im Moment keinen Streaming-PC damit gemacht. Also Parsec gestartet hast oder war zu lange wieder okay, also ein Chat. Servus. Aha, anscheinend immer, wenn ich zu meinem Rechner verbinde, habe ich laute Musik. Das ist nicht so gut. Ihr müsst euch aber eins bedenken, und das ist wichtig, wenn ihr Parsec nutzt. Das ist toll zum Gamen und für Realtime und so weiter. Ich mache es jetzt hier mal raus und switche mal wieder rüber zur anderen Station. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Das ist natürlich sehr, sehr geil, wenn ihr Parsec nutzt, aber was nicht so geil ist, ihr braucht Windows 10. Wenn ich nämlich jetzt hier mal die Einstellungen mir angucke und ich zeige euch das mal. So, hier mal drüben Parsec nochmal. Ich mache eigentlich alles nur noch damit. Ja, geil. Weg damit. So. Ihr braucht aber leider für Parsec Windows 10, weil es schafft es nicht, mit Windows 7 zu arbeiten. Keine Chance, vor allem mit dem NVENCODER. Und ihr braucht eine recently neue Grafikkarte. Das ist auch wichtig. Ihr braucht eine, die nicht zu alt ist. Dafür gibt es eine Table of Recommendation. Den mache ich euch mal auf. So, den mache ich euch mal auf, dass ihr das nicht machen müsst. How do I know my graphics card supports Parsec? Intel-Grafikkarten können gehen meistens aber nicht. In Nvidia braucht ihr eine recht aktuelle Reihe. Seht ihr, also ab der 200er Serie könnt ihr es machen, wird aber nicht gut funktionieren. Ab der 6er Reihe habt ihr auch Hardware-Decoding mit drin. Intel geht eigentlich auch hier, aber ihr braucht mindestens was ab Haswell. Weil vorher habt ihr auch kein Hardware-Software und das spinnt innen rum. Hier drüben mit AMD sieht es echt mau aus. So. Es lohnt sich auf jeden Fall in Unreal Gaming VM aufzusetzen. Das mache ich auch so. Ich habe 1% Verlust an Performance und das holst du durch Overclocking wieder rein. Du hast halt nur ein Netzteil am Laufen. Ne? Ich fahre mit 4 Rechnern im Moment. 4 Rechner, teilweise bis zu 8 Docker-Container plus meinen 2 NAS in ZFS und normalen Unraid XFS plus Network-Traffic plus, was da alles im Hintergrund noch läuft. Und ich habe im Idle 150 Watt Verbrauch und maximal 250. Das schaffst du mit keinem anderen System, so viele Sachen gleichzeitig laufen zu lassen, bei so wenig Stromverbrauch. Das ist effizient. Also ich finde das absolut klasse. Das ist ähnlich wie Shadow, nur du benutzt es selbst. Das ist das Tolle, du zahlst dafür halt nichts monatlich und es ist schneller als Shadow, weil es in deinem eigenen Heimnetz ist. Und damit kannst du dann jede VM vom Server, von deinen VMs als Gaming-VM an jeden Rechner streamen. Und die Latenz ist auch für Ego-Shooter mit Hardware, also hast du ein ganz normales LAN-Kabel da, bist du bei 10, 11 Millisekunden. Dein Monitor hat meistens schon so eine hohe Latenz, also das bemerkt kaum jemand, dass da überhaupt Latenz da ist. Und das ist in Echtzeit im Haus überall. Das ist Bombe! Das ist einfach nur Bombe. Wer hat jetzt was gewollt von mir? Ist das eine irgendwie wichtige Nachricht? Ich gucke mal nach. Okay. It's seriously? Moritz hat einen Witz gemacht über ein fertiges Tuning Pack 5. Ich könnte den jetzt schlecht sehen, aber es ist nicht fertig. Es ist ein Witz. Lustiger, Moritz. So. Okay. Nur 1%, ja? Jens Wagner, 1% frisst Unraid. Weil Unraid läuft vom USB-Stick und schleift ja alles einfach wunderschön durch. Deswegen habt ihr kein Problem. Danke, Winterano. Ich weiß, wir haben manchmal echt irgendwie einfach wenig Abonnenten. Vielleicht, weil wir einfach nicht so präsent sind oder so interessant. Ich kann es nicht sagen. Okay. Mit Input-Lag. Aber ich denke, ich steige um. Dann kann man einem mal in Rente schicken. Versuch's, probier's aus. Ich erzähle ja keinen Müll in der Art. Ich kann jetzt mal versuchen, pass auf, wir machen einen Live-Test. Ich nehme jetzt diesen Laptop da drüben, den ich eigentlich angesteckt habe, stecke den mal ans LAN an. Ne? Und wenn ich den ans LAN angeknüppelt habe, dann schauen wir doch mal und starten da nochmal Parsec als Host und versuchen mal
Ja, das Ding ist, du musst es ja nicht machen mit der Config. Also du musst nicht in der Konsole rumarbeiten. Du kannst das machen, wenn du ZFS und die Bonus-Features haben willst. Was auch leichter von der Hand läuft, als ihr glaubt. So, warte mal. Jetzt nehme ich mal den Laptop hier. So, und ich brauche noch einen Adapter. So, und jetzt wird es hässlich, weil ich einen Netzwerkadapter suche. Hat das Ding Netzwerk? Nö, die Adapter haben natürlich immer wieder kein Netzwerk. So, blöd. Blöd, 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 blöd. So, dann nehme ich halt einen langsamen von Ugreen. Ist mir jetzt gerade auch egal. USB 2.0 muss reichen. USB 2.0 muss reichen. Wo mein toller Ankeradapter ist, das hätte ich auch gern mal gewusst. Den hat irgendjemand gefressen. Ich hatte zwei von denen. Die hat irgendjemand gefressen, ist klar. So, gut. So. Das ist interessant, das ist interessant, interessant. Ich stecke das mal an. Ich stecke das an. So, jetzt muss ich hier drüben Parsec wieder starten. Parsec. Ein kleiner Sohn. Nö, ich sollte mal das Babyfon ausmachen. So, jetzt haben wir Parsec an. Gut, jetzt muss ich nur noch einrichten irgendwie. Und zwar irgendwie, dass ich das aufs Hosting kriege. So, jetzt gucken wir mal rüber. Ich muss hier hosten. Reload, reload, reload. So, io, Shadow One. Share this computer. Ja, ich will den auch sharen. Gut, Parsec ist geshared. So, wenn ich jetzt hier rüber gehe auf Parsec und ich gehe auf Reload, dann ist hier meine Shadow. Der ist jetzt über Kabel dran. Direkt connected via Kabel. Tada. Und jetzt achte mal auf die Netzwerklatenz. Seht ihr das? Wir haben 20, 0,2 Millisekunden, 9 Millisekunden, also 10 Millisekunden, 10 bis 11 Millisekunden und das war's. Wenn ich jetzt arbeite mit der Maus, also ich gehe mal drauf, tada, das ist Echtzeit. Also wer sich wundert, diesen Laptop steuere ich gerade in Echtzeit. Da habe ich kein Delay, gar nichts und ich spüre auch kein Delay oder nichts. Das ist einfach nur. Ja, warte, so, und um aus Parsing wieder rauszukommen, gibt es diesen schönen Knopf. Und ihr habt immer die Echtzeitüberwachung. Also ich habe hier nicht mehr, ich habe viel wechselnden Content auf dem Bildschirm. Toll. So. So. Dankeschön, Winterano, Dankeschön. Läuft das auch mit OS X? Ja, es läuft auch mit OS X. Es läuft eigentlich auf Linux-Dings und so weiter. Ihr braucht aber, und das empfehle ich auf jeden Fall, ihr braucht wirklich flüssige Encodierung, also Nvidia oder gute AMD, wobei AMD sich nie so wirklich gut eignet, weil die Core-Implementierung echt scheiße ist und der Code, der es gemacht hat, auch für OBS, der ist jetzt gerade nicht mehr da. Das heißt, der ist auch bei AMD nicht mehr und das ist ganz schlechte mit Streaming und so weiter und der API, aber es läuft toll. Ihr könnt auch einfach einen kleinen Raspberry Pi quasi in Steam Link verwandeln, der jedes Ding streamen kann. Das ist ja kein Steam Link in der Hinsicht, sondern es ist einfach nur ein kleines Streaming-Monster, das dann Parsec rüber hin und her feuert. Das ist Bombe. Ich meine, ungelogen, es ist klar, man kommt manchmal nicht auf solche Infos drauf, aber Linus Tech-Tips haben es gezeigt und mich hat es interessiert. Ich habe es mir angeguckt und es war eine schöne Zusatzlösung, weil ich habe ja hier oben zwar meinen echten über einen HDMI angeschlossenen Monitor. Aber an dem habe ich auch nicht immer. Und wenn ich dann mit einer VM woanders hin will, mache ich das einfach mit Parsec und dann ist das erledigt. Und das ist schön. Das ist cool, Game Killer. Wenn du Bock hast, kannst du unser Video gucken, was wir da an Hardware verwendet haben. Die 10 TB Platten sind gerade am günstigsten und die Crucial 1 TB NVMe. Also in der Videobeschreibung von dem Video, falls du uns ein bisschen was zukommen lassen willst für Unterstützung, kaufst du deine Sachen über die So-Links. Wenn nicht, kaufst du bei Mindfactory, da ist alles am günstigsten. Jetzt nicht, weil wir Videos für Mindfactory machen, weil nur allgemein meistens Mindfactory am günstigsten ist, günstiger als Alternate und so weiter. Ich finde es auch gut. So, das war die Nummer. Also Parsec ziemlich toll für und eigentlich sollte man auf alles Android umsteigen. Danke Gamekiller fürs Follow. Okay, also wir werden jetzt auf jeden Fall immer einen Stream machen um Freitag um 22 Uhr rum. Solange die Technik nicht aussteigt. Startprobleme sind vorprogrammiert oder rum auch immer. Nennst dich Geekfix und der Stream kackt öfters ab. Ist. Ich liebe das ja, ne? Ich finde es ja absolut großartig, dass der Stream dann immer abkackt.
Und dabei habe ich gar nicht so viele Kameras montiert, oder? Oder so viel anderes Zeug. Das ist dann übrigens eine kleine Webcam, die ich rübergeroutet habe. Was das wichtig ist, ist, Unraid arbeitet nicht immer glücklich mit Durchschleifen von USB-Devices. Ich jetzt zum Beispiel habe Sachen durchgeschliffen, bei via Jeeper auch ohne Konfigurerei hinbekommen. Ja, kannst du auf jeden Fall. Ich sag dir auch gleich wie. Hier noch mal kurz zurück. Hier, das Durchschleifen über USB-Devices macht ihr einfach über Haken. Das funktioniert aber nur, wenn ihr eine Gruppe von USB-Ports richtig durch, die über den gleichen Treiber laufen, weil nicht, dass ihr da jetzt in Probleme rennt. Hier drüben gibt es ja IMO-Groups, also Busse. Und die USB-Anschlüsse sollten am gleichen Bus hängen, die an der gleichen VM durchschleift, weil sonst spinnt es manchmal rum. Abgesehen davon ist es dann nicht Hotplug-fähig. Das ist blöd, das wird Stück und Stück besser. Ne? Der Hotplug-Support wird immer besser, aber das ist es noch nicht überall und dann muss man darauf achten. Dankeschön, Jens, das ist cool. Ich mache auf jeden Fall auch immer eine Ankündigung, wie vorhin. Ich versuche das auch ab und zu ein bisschen früher zu machen, also regelmäßig sollte das jetzt jeden Abend, also jeden Freitagabend um 22 Uhr sein. Ab welchem Prozessor? Ganz einfach. Jeder, der mehr als eine hat. Weil Unraid braucht an sich selber, ihr seht hier schon, also meiner ist manchmal ein wenig aktiver, manchmal ein bisschen weniger aktiver. Es reicht theoretisch, wenn ihr ein 2600K habt. Ab 2600K ist es gut. Oder ein i5 ab der 6. Generation. Vollkommen. Wenn ihr jetzt natürlich einen AMD habt mit AMD interne GPU. Super. So. SAT von Haivision. Nee, habe ich keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was das ist. Ich gehe mal drauf. Ich kann ja nicht alles wissen. SAT von Haivision. Falls du nicht kennen solltest, schau dir mal auf GitHub bei Haivision an. Haivision. Den habe ich ja schon ewig nichts mehr gehört. So. Nö. Es reicht ein USB 2.0 Stick. Mehr brauchst du gar nicht. Ein USB 2.0 Stick, der im Hintergrund vergammelt. Ich habe jetzt einen 16 GB hier als Flash hier. Da 16 GB Stick, 32 GB und Unreal braucht 514 MB. Das alles. Ja, der alte 3570K ist super. Es kommt halt darauf an, wenn du gamen willst, dann musst du halt mehr Kerne durchschleifen. Und dann ist halt zum Beispiel die Datei-Performance niedriger. Dann kriegst du halt, während du gamest, keine 2 GB die Sekunde Transferrate mit der 10 GB Ethernet-Karte. Aber wer hat die schon? Und nochmal drauf, wenn jemand das nicht will, also so viel Konsolenformulare einstellen, geht es ganz einfach. Du brauchst zwei Grafikkarten. Eine günstige Grafikkarte, sowas wie eine 510. Im obersten Slot. Der oberste Slot ist sonst immer Unraid. Sonst müsst ihr rumbasteln. Der oberste Slot ist Unraid. Das heißt, sowas wie die Grafikkarte gebraucht, einfach in den ersten Slot, oben reingeknallt. Die schnappt sich Unraid standardmäßig. Die ist dann auch nicht mehr verwendbar, aber Unraid braucht die. Und dann in den zweiten 16er Slot haut ihr einfach eine gute 2080 Ti oder so. Und die gebt ihr eure VM so, indem ihr draufklickt auf Edit. Und dann schaut ihr hier rüber und dann gibt ihr hier einfach ein Art Grafikkarte, gibt es ein kleines Plus. Ich kann das sogar mal in Echtzeit zeigen. So, und zwar die Windows 7 VM, die brauche ich nicht. Die ist gerade einfach nur Deko. So, jetzt gehe ich mal rüber und jetzt tue ich die mal entfernen, dann zeige ich euch, wie man die hinzufügt. Das ist so super einfach. So, so sieht es am Anfang aus. Die erste Grafikkarte ist immer VNC, also die Remote Control. So, und die wollen wir aber nicht. Und dann machen wir hier einfach nochmal ein Plus bei der VM, suchen uns die Grafikkarte aus, die wir wollen, suchen uns den Weg, also den Path aus, zur BIOS-Datei. Das muss man nicht, ich mache es immer, ich lade einfach die BIOS-Datei runter von Hardware, von TechPower ab. So, AppData, und dann lege ich die immer, jetzt habe ich mich verklickt, weil ich ein Idiot bin. So, runter, BIOS. Und dann habe ich die mir schon runtergeladen für meine Grafikkarte. TechPower Up hat für jede Grafikkarte ein BIOS. So, wähle das aus, nehme hier auch die Soundkarte von der richtigen, also das hier. Mach Update. PC Source Vendor. Was habe ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht? Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Klassischen Fehler. Nicht fragen. Ich gehe mal auf Abbrechen. Also ich habe gerade irgendwas falsch gemacht, aber ich klicke das einfach so an und dann geht es. So, jetzt ist nichts anders wie hier. Und wenn ich jetzt auf Update klicke, ach, ich weiß wieso. Das hat nichts damit zu tun.
nicht wundern, das hat nichts damit zu tun. Das ist, weil ich den USB-Adapter abgesteckt habe, den ich eigentlich brauche. Nicht wundern, den habe ich abgesteckt und dann macht er es nicht. Also, aber das ist eigentlich alles. Das könnte ich jetzt hier auch machen bei der Ubuntu VM, weil die andere ist ja jetzt gestoppt. Also klicke ich bei meiner Ubuntu VM auf Stopp, mache das hier nochmal, dass die Leute auch wissen, wie einfach es hier drauf edit. So, jetzt sage ich Ubuntu, pass auf, ich will aber noch eine Grafikkarte haben. Füge ich die hinzu, sag meine, wähle die wieder aus. Ich gebe es jetzt einfach ein, weil es mir zu blöd ist. Ja. Komm schon. Oh, er aktualisiert nicht in Echtzeit den Dateipfad, das ist auch schön. Ja. Ihr könnt es ja hinlegen, wo ihr wollt, die VBIOS-Datei. Ich mache es halt immer in einen ziemlich komplexen Kackpfad. Ist ja egal. So, hier. Und wir haben die hier. Fertig, Soundkarte fertig, aktualisieren, fertig. Siehst du, hat funktioniert. Ja, sind sie. Es ist manchmal. So. So, und dann startest du das Ganze. Und dann hast du das, ja, ich habe schon gestartet. Im Hintergrund, ich muss das hier schließen. Quemo, wo bist du hier? Zack, Ubuntu, und jetzt startet Ubuntu gerade mit der AMD-Grafikkarte. So. Nee, das 2004er Ubuntu habe ich noch nie ausprobiert. Wie kann man den Windows-Style deaktivieren? Das geht eigentlich ganz einfach. Wenn du den Windows-Style deaktivieren willst, gehst du auf dieses Fensterchen hier, Rechtsklick, erweiterte Systemeinstellungen, okay, gehst du auf hier und sagst, pass auf, für optimale Leistung optimieren und übernehme, dann ist der Windows-Style aus. So. Okay, zurück zu Ubuntu. Jetzt ist Ubuntu Grafik beschleunigt und man merkt das auch. Schaltet man. Der erkennt natürlich die automatischen und der die richtigen Treiber am Anfang. Und das ist auch wirklich schon alles. Mehr braucht ihr nicht. So. So richtet man in fixen Schritten Grafikkarten ein. Und wenn es euch ganz fancy ist, dann holt ihr euch eine 710 und zwar die von Asus. Und zwar die neue. Die ist noch nicht auf dem Markt. Komm schon. Die kommt jetzt demnächst auf den Markt. Ja gut, die ist von 2013, das ist egal. Aber es geht darum, die ist fancy. Oh Gott, ist das. Wenn man streamt, ist das Internet manchmal so langsam. Wieso ist die cool? So. Die ist jetzt announced worden und die ist zwar von 2013, weil uralt, aber ist halt mega cool, weil die baut in so ein Unraid ein und die hat 4 HDMI-Ausgänge und hat ein Upgrade bekommen, softwareseitig, dass sie 4K60 unterstützt. Das heißt, die kann 4K60 und du kannst sie halt so reinstecken. Das heißt, wenn du einen Unraid-Server hast, die hat nur ein PC Express 1X-Slot, das reicht aber bei PC Express 3 komplett aus. Passiv gekühlt, flach, ein Slot. Und dann hast du damit kannst du immer noch Full HD Counter-Strike spielen. Aber da kannst du halt 5 daran reinbauen oder Hardware-Encoding. Dann sagst du lässt das als Encoder, Decoder, Couch Potato laufen oder für irgendwas anderes. Und die kosten nur 40 Euro. Und dann knallst du 4 davon rein und eine große 1080 oder eine 1650 und kannst auf jede deiner VMs Grafikbeschleunigung laufen lassen. Gib ihm. Und wenn dir ganz langweilig ist und die PCI Express Slots genauso, nimmst du die NVMe Slots, die sind immer noch schnell genug und dann haust du nochmal 3-4 Stück rein, hast du so viele Grafikkarten, die könntest du auch als Mining Rigger benutzen und so weiter. Deswegen ist Unraid fancy. Du kannst in jedes Gericht durchschleifen. Und so, jetzt schau mal ein High Vision an. Shaping the History of Video Transport. Ah, das sind solche Netzwerk-Coder-Boxen. Okay. Products. Was haben die denn? Hivision hat schon coole Sachen gemacht. Ich habe auf meiner Vollzeitarbeit damit schon gearbeitet. Das sind halt Boxen, die viel Geld kosten. Verständlich. Und da kannst du dann über SDI und SFP Plus übertragen. Aber Frage ist, ich weiß nicht, wer das schon mal benutzt. Ja, für 50 Euro. Richtig, das ist angekündigt und das soll es können. Beziehungsweise 4K60 auf 2 Monitoren, wenn du 4 ansteckst, hast du 4K30. Haben sie gesagt. Mal schauen, ob es das auch hier gibt. Aber anscheinend hat es das Upgrade bekommen. Und dazu, falls euch sowas interessiert, das ist okay.
so heimischen Boxenstuff, aber ich nutze NDI von NewTek. Alles, was ihr hier seht, geht über NDI. Alles. Ich schicke alles über Netzwerk nur mit NDI. NDI ist ein Protokoll, das ist ein Programm, das könnt ihr für OBS hinzufügen und überall anders auch. Scanner und da gibt es Desktop-Apps, das ladet ihr euch runter und das schickt das komplette Signal in 4K mit Webcam integriert oder nicht integriert, mit Vorschau-Monitor und so weiter. Das kann quasi alles. Und das schickt es so hin und her und rauf und runter. Ich kann es mal hier eingeben, NDI Tools heißt das. Und da braucht ihr gar nichts und es ist kostenlos. So, ich müsste die NDI 4 Runtime hier haben und ich müsste auch die NDI Tools auf diesem Rechner installiert haben. Habe ich nicht. Die habe ich auf einem anderen Rechner installiert. Daher habt ihr das Bild vom Laptop gesehen, das war auch NDI. Und wen das ganz interessiert, der kann sich ein, wie heißt das nochmal, Bladoc, ich schau mal nach. Epicbox hat ein Video dazu gemacht. Ich merke mir nämlich immer nicht, wie die Dinge heißen, sondern nur, wo sie zu finden sind. Generation Google. Ziemlich geiles Pauschal auf GitHub, wobei da steht alles. Okay, ich schaue mir das nochmal an. Aber was ich nochmal sagen will, ist, es gibt was sehr Tolles. So, ich starte jetzt das nicht. Wollte ich auch gar nicht starten. Ich will mir das Ding angucken. Wie ist denn das nochmal? Bla. Technology of the Future. Weiß ich. Ja, Pixel 2. Ja, komm, zeig das Gerät doch mal im Vollbild. Ist es das? Ich hoffe, es ist das. Sekunde. Nee, nicht den Connect Spark. Der ist blöd. Der ist blöd. Der kostet zu viel Geld. Das ist das Gerät, was ich will. Scroll mal rüber. Das ist BirdDoc. Genau, der BirdDoc. Der BirdDoc, das ist ein krasses Ding. Open Source Protokoll. Ja, NDI ist ja auch mehr oder weniger Open Source Protokoll. Aber ich schaue mir das auf jeden Fall an. Dieses Ding hier, wenn irgendjemand Streamer ist, da schleifst du 4K60 ins Netzwerk ein und hast ein Delay von 5 Millisekunden. Das Ding hat Tele, Re-Encode, SDI, HDMI. Kann in jedes Gerät eingeschliffen werden. Dieses BirdDoc-Gerät ist viel zu krass. Ist viel zu krass. Das werde ich vielleicht irgendwann auch mal holen. Das kostet 600 Euro. Ja, flutscht ja auch bei uns alles. Sogar 1G reicht dafür komplett. So werden übrigens auf den großen Veranstaltungen wird mit diesem BirdDoc-Gerät diese ganzen Streams gemacht, weil ihr fragt euch, wie sie ganz schnell zwischen den ganzen Gaming-Rechnern herschneiden und das in die Performance so gut ist. Das macht keiner mit HDMI, so viel Kabel und Dings hat keiner. Das geht alles über Ethernet und das Ding Encode, Decode 10 Bit. Das machen professionelle Fernsehsender und so weiter, benutzen das Ding. Das ist cool. Das investierst du mal so, wie viel kostet im Moment? Habe ich gerade gar nicht gesehen, vielleicht zwischen 400 und 600 Dollar, je nachdem. Ja, 500 Dollar. Das investierst du einmal und dann kannst du bis zu, ja, wie lange geht ein Ethernet? Solange dein Netzwerk geht, die ganze Distanz, wie weit dein Netzwerk eben ist, kannst du dann NDI in 4K60 streamen, fast ohne Latenz. Das ist großartig. Und ich schaue mir SRT für eine halbe Stunde nochmal an. Es gibt so viele Datentransferprotokolle besetzt und NDI ist halt der Platzhirsch, was auch schön ist. Du kannst, Jens, das ist interessant, du kannst keine Grafikkarte unter allen VMs sharen. Du kannst ein Skript schreiben, das eine VM beendet und wenn die beendet ist, 20 Sekunden wartet und die nächste VM startet. Aber Grafikkarte kann exklusiv immer nur von einer VM verwendet werden. NDI ist unabhängig von 10G oder irgendwas. NDI ist einfach nur das Protokoll. Es feuert so viel durch, wie eben Bandbreite da ist. Entweder High Bandwidth oder Low Bandwidth. Und es testet dann aus, die Bandbreite ist da und schickt es durch. Ohne Repeater 100 Meter. Naja, siehst du, dann schaust du halt mal, ob du einen Router dazwischen knatscht oder eben einen Repeater und dann kannst du ja weiter feuern. Und dann ist die Frage, mit was arbeitest du? Arbeitest du mit SFP Plus? Dann kannst du vielleicht noch ein paar Meter drauflegen. Die schönen Kupferkabel, die ich hier drin habe, dann kannst du Kilometer weit von einem Haus ins nächste Haus legen. Und Echtzeit immer noch zocken, wenn du willst. So, cool. Dann haben wir das für heute ja mal wieder erreicht. Das war der kleine Schwank in diese Talkrunde. Ich mache jetzt ungefähr noch 10, 15 Minuten und dann geht es auch mal wieder raus. Haut eure Fragen noch schön in die Chatbox. Und wenn nicht, dann sehen wir uns nächste Woche am Freitag wieder. Ich schaue, dass ich zwischendrin auch mal wieder ein paar Videos mache. Je nach Zeit, so schnell es eben geht. Wie kann man eine virtuelle Maschine auf Server installieren? Ja, was willst du denn machen? Willst du
ganz normal Windows-Server, dann kannst du VirtualBox installieren, eine virtuelle Maschine starten. Du kannst unter Windows auch WSL benutzen. Dazu habe ich schon ein Video gemacht, wie ihr den Ubuntu-Kernel mit grafischer X-Server-Oberfläche unter Windows 10 startet, ohne VM, geht auch. Oder Linux oder eben Android. In Android startest du VMs eben, indem du auf den VM-Tab klickst und einfach aussuchst, was du haben willst und ISO bootest. Das war's. Wenn du einen anderen Server meinst, BSXI, das ist ja schon quasi eine virtuelle maschinendistributionslustige Spaßkiste. Da kannst du einfach nur das Image nehmen und bootest dann davon. Musst halt ein wenig einstellen. Freut mich, Jens, dass ich dir geholfen habe. Guten Kopfhörer verstärken, am besten mit einem Regler für mehr Bass. Ein Kopfhörerverstärker mit mehr, also mehr Bass ist nie gut. Aber ich kann den guten Kopfhörerverstärker empfehlen, sogar die besten, einen, den ich selber gehabt habe, Lake People. Und zwar beim Thomann. So, und da haben wir ihn auch schon. Der da. Bester Kopfhörerverstärker für die Preisklasse. Super geil. Und du kannst ihn aufschrauben und kannst innen drin die Jumper ändern, die dann die Impedanz ändern und dann hast du mehr Bass oder weniger Bass, aber nichts mit Reglern. Dafür brauchst du aber auch gut, also gut ist es scheißegal, welche Ohm die haben an diesem Verstärker. Der ist einfach nur bösartig transparent und schön. Klingt so gut. Aber Langkabel kann man nur 200 Meter weit benutzen ohne Verstärker. Ja, kannst du nur 200 Meter weit, aber das kommt darauf an, was du hast. Wenn du SFP Plus hast, kannst du noch viel weiter liegen. Theoretisch. Kann man das auf Synology anwenden? In Synology hast du den Virtual Machine Manager und der kann ISO booten los. Der kann so viele verschiedene Sachen. Wenn du ein Synology NAS hast oder ein Synology NAS, dann kannst du auf jeden Fall alles drin booten und dann Spaß haben, wie du möchtest. Aber halt ohne gute Performance. Synology hat echt wenig Kerne und auch keine grafische Beschleunigung. Die kriegst du gar nicht. Also kannst du auch nichts damit zocken. Freut mich, Skripken, wenn ich dir helfen konnte. Ich mache alles mit NDI. Bin ich von der Arbeit her quasi gewohnt, weil wir da die Hardware-Maschine mit den Hardware-NDI-Bildmischern hatten. Und dann bin ich darüber geskippt und habe das benutzt, weil alles andere nicht gut funktioniert. Ich habe jemanden bekehrt von Proxmox. Proxmox ist kacke. Danke. Yes. Ich switche mit jedem Gerät auf Android. Jedes Gerät sollte Android haben. Übrigens, für alle Leute, die im Stream gemeint haben, es geht nicht. Ich mache jetzt einen kurzen Proof of Concept, okay? Weil jeder gemeint hat, ich kann nicht einfach eine bestehende Windows-Installation oder Installation von irgendwas in Android booten. Doch, zeige ich euch. Mein NAS braucht Strom und zwar insgesamt hier 168 Watt gerade im Vollbetrieb. Ich komme manchmal auf 120 Watt runter. Aber gut, ich zeige euch das jetzt mal. Ich mache das jetzt. So, weil alle gemeint haben, das geht nicht. So, ich hatte eine VM. Ich nehme als Preset CentOS. Ihr wisst noch gar nicht, was ich hier mache. Nein. So, ne? Ich ordne dem Ding mal ein paar Kerne zu. Zack, gebe ihm einfach ein bisschen Arbeitsspeicher. Sage hier, ich brauche keine Installations-ISO. Gehe von Auto auf Manuell. So, gehe auf Dev. Dev SDK ist es bei mir. So, habe jetzt selber festgelegt, das ist ein Gerät, SATA, siehst du, ein fertig formatierter USB-Stick, von dem ich booten will. Geht mit auch einer fertig formatierten Festplatte. Ihr baut aus eurem Gaming-PC eure Boot-Festplatte aus, steckt sie in Android, gebt einfach die Bezeichnung ein, unter die sie geladen wird und die seht ihr übrigens hier unter Main, da seht ihr, welchen Buchstaben sie bekommt. Mehr braucht ihr nicht. Das war's. So, und jetzt, wenn ich das gemacht habe, dann starte ich diese Maschine einfach mit Create. So, und jetzt schaue ich mir den WNC Remote an, der hier irgendwo versteckt ist. Hier hinter wahrscheinlich schon wieder. Wo ist mein Quemo? Oh, er hat's getan. Er hat davon schon gebootet und ist geladen im Hintergrund. Das ist jetzt nur ein kleines Beispiel, auf das ich jetzt nicht tiefer eingehen werde, aber ihr seht, Android macht das. Android bootet auch einfach nur ganz normale schon existierende Festplatten. Fertig. Ihr braucht nicht mal V-Images irgendwas. Ihr nehmt aus irgendeinem Rechner die Festplatte, steckt sie so ein, wie sie ist und läuft. Also, immer gern Extreme Tech. Finde ich schön, dass ihr es unterhalten findet. Auf der DS213 kann es sein, dass es überhaupt nicht gibt in XT Legend Quit. Kann sein, dass es überhaupt nicht existiert dort, weil du brauchst mindestens DSM 6.1 oder 6.0. So.
Ja, du kannst den Festplatten den Stromverbrauch optimieren, aber nur im BIOS, indem du im BIOS zum Beispiel den Turbo-Modus und so weiter ausschaltest. Alles andere nicht. Ja, das funktioniert, habt ihr ja gerade gesehen. Also für jeden, den es interessiert, ihr könnt einfach eure Partition Windows-Festplatten wieder umsteigen, ihr steckt sie einfach rein und bootet eine VM davon. Das war's, mehr braucht ihr nicht. Ja, du kannst dein bestehendes System so umstöcken. Du machst einen Unraid-USB-Stick. Fertig. Oh, erstmal hier. Dankeschön für das Geld. Hey, danke, Jens. Dankeschön. Sehr cool. Ihr lasst euren PC wie ist, steckt Unraid-USB-Stick an, bootet vom USB-Stick, startet Unraid, schaut an, was er für euch für eine SDE, SDB, SDA gibt. Dann, zack, VM gestartet und euer System ist wie vorher da und schon seid ihr umgestiegen. Mindblown. Kenne ich, dass die Slots nicht frei sind. Guten Abend, Cracks Vlogs, aber jetzt gehe ich gerade schon raus, weil ich mache ein bisschen Feierabend. Wer Bock hat, wir arbeiten gerade daran. Und falls ihr Bock habt, wir arbeiten gerade daran, Game-Server aufzusetzen. Ich persönlich komme nie zum Zocken. Ich habe ein kleines Kind, Frau, Familie, bla, bla. Aber manchmal komme ich abends dazu, eine halbe, dreiviertel Stunde Cisco oder eben Rust zu spielen. Und Rust wäre eine Sache, die würde mich interessieren, wenn die Community Bock hat, mitzuzocken. Oder einen anderen Game-Server. Im Discord gibt es jetzt dazu einen Tab und ihr könnt euch einfach mal so Vorschläge machen, ob ihr Bock habt, dass wir ab und zu auch mal Community Gaming machen, falls daran Interesse besteht, vielleicht auch über VMs und uns austauschen, dann performance-technisch, falls ihr Bock habt, ich werde da einfach mal so die Tür öffnen und sagen, ich hätte da auch Bock drauf, dass wir einfach ein bisschen so einen Community Geek Freak Gaming Server auch ein bisschen so betreiben und wir könnten auch ein bisschen livestreamen und dann zusammen. Wäre auch schön für die Community, also falls ihr Bock habt, lasst im Discord mal hier Ideen flutschen, was euch interessieren würde zum Zocken. Ich wäre stark für Rust, aber darauf bin ich nicht limitiert. Ich kann auch mit Silber 2 Spielern in CSGO spielen. Ich war Silber 4, ich bin wieder Silber 2. Das passiert, wenn man alt wird. Ich bin alt. Ja, so. Ah, aber ich kann nicht die Platte und läuft. Ne, du musst Unraid nicht einbauen. Du USB-Stick, du steckst den an. Du musst die Platte nicht mehr anrühren. Die lässt du drin im Rechner. Brandorian 63, die lässt du einfach drin. Du lässt alles drin. Du steckst hinten nur an und bootest eben vom USB-Stick anstatt von Windows. Und fügst dann Windows im Unraid wieder ein. Fertig. Es gibt für Unraid keine gute Surveillance-Software. Es gibt aber VMs, die das können. Oder Docker-Application, die gut sind. Wartet mal, Sekunde. Jetzt zeige ich euch. Es gibt sowas. Seht ihr hier? MotionEye ist gut, Xeoma ist okay. Es gibt aber nicht Surveillance Station. Da müsste man dann zu einem Synology Image müsste man umsteigen auf eine Maschine. So. Gibt es ein Video zum Game Server? Ja, wenn ihr Bock habt und es entsteht, dann machen wir das. Könnt ihr Kinder mit... Junge, man muss seine Kinder selber erziehen, das System, was wird, sonst wird aus dem nichts. Außerdem kostet das Geld, das wir nicht haben. Kannst du in Windows mit Updates und zwei Fehler kurz antivieren bekommen, nicht das Problem haben? Was? Ich habe ein Problem, du kannst mir helfen. Kannst du in Windows mit Updates und zwar Fehlercode? Ja, das ist, glaube ich, die falsche Stelle für die Frage. Frag mal im Discord bei uns. So, wenn man gehen mit dem Unreal-Server migrieren, daher muss ich Platten ausbauen in meinen Server. Oder? Ja. Das musst du machen. Umswitchen und umbauen. Was ich für ein Antivirenprogramm habe? Antivirenprogramm Avira. Seit 2004. Defender aus, alles Windows aus, alles Windows. Das macht mir so wahnsinnig. Windows Firewall ist ganz weg damit. Spyboard Search und Destroy laufen lassen. Den habe ich immer im Hintergrund. Der immunisiert mein System. Wenn irgendwas wirklich Schlimmes, Avira fängt schon. Es braucht am wenigsten Ressourcen und irgendwie habe ich mich daran gewöhnt und ich hatte nie Viren. Ich habe keine Viren. Ich hatte seit, glaube ich, 15 Jahren keine Viren mehr. Gibt es einen Rabattcode? Nein, ich mache ja keine Werbung für Unraid. Das ist ja das Witzige. Das ist einfach, ich bin davon überzeugt. Ich meine, das wird auch niemanden von Unraid interessieren, aber... Ah, ja. Pui, Avira. Ja, ich weiß, pui, aber irgendwie, ich benutze es halt immer noch. Hat mir gut gedient und... Never touch a running system. Gut, dann würde ich nicht auf Unraid umsteigen. Keine Ahnung. Ich lege da nicht so viel Wert drauf, weil ich eigentlich keine Viren fange und alles mit einer Hardware-Firewall bei uns geblockt wird, bevor es überhaupt reingeht. Und ich habe Pi-Hole am Laufen und so weiter. Also.
Und es läuft trotzdem ohne Windows auf der Platte neu zu installieren. Du musst nichts neu installieren. Wenn du die Platte dann deiner Windows-VM zuweisen willst, hier, ne? Ja, pass auf, zeige ich euch. Das heißt, wenn du dein Windows dann schon hast, hier deine VM, und du sagst dann, die erste Festplatte, check, die ist jetzt da, aber ich will die anderen Festplatten haben, dann klickst du hier einfach auf Plus, sagst manuell, gibst dann auch da den Laufwerkpfad ein, dev, bla bla bla, zum Beispiel SDJ, und das war's. Und wenn du das Ganze noch mit, wenn du mit Mount versehen willst, das taucht ja schon auf. Das ist ja schon fertig. Das heißt, du gibst hier nur noch einfach manuell ein, deine Festplattenname, SDI, was auch immer, sagst, pass auf, das ist eine SATA-Platte, das war's. Und dann wird sie automatisch in deinem Windows erkannt wie vorher. Mehr brauchst du nicht. So. Ich komme immer durcheinander, zu viele Szenen. So. Einmal, du zahlst einmal Unraid, du kaufst Unraid, das ist kein Abo. Du kaufst einmal Unraid und das war's. Und wenn du mehr Festplatten haben willst, ich gehe es jetzt nochmal durch für alle, die es nicht wissen. Also, Unraid.net. Hast du Pi-Hole? Ja, ich habe Pi-Hole auch laufen. So. Das ist keine Bestätigung, Proxmox zu laufen lassen, weil Proxmox nie ein Running System war. So. So, guck hier. Du zahlst einmal $59 und dann kannst du 6 Festplatten betreiben. Tust du gleich 89 Euro zahlen oder upgradest für 49 Euro, kannst du 12 anstecken und für pro $129 hast du Unlimited Drives und das für immer. Das ist nichts mit Upgrade oder irgendwas. Jedes Update von Android ist kostenlos. Das ist nicht so, wie ich kaufe Windows 7 und kann gerade zu Windows 10 upgraden. Doch genauso. Es kostet einfach nur einmal und dann jede Version, die Lebzeit kommt, Lifetime gratis. Ne? Jedes Update gratis. Toll. Das heißt, ich habe mir gleich die Pro-Lizenz gegönnt. Hier, ich gebe es euch ein Vorbild. Ich habe mir gleich die Pro-Lizenz gegönnt, einmal gezahlt und dann habe ich Ruhe. Mehr brauche ich nicht. Mehr will ich auch gar nicht. Ihr könnt natürlich Basic, wenn ihr nur 6 Festplatten habt. Die meisten Leute haben nicht mehr als 6 Festplatten. Aber wenn ihr richtig Raid fahren wollt, da hier 12 bis Dings Pro hier einmal zahlen und gut ist. Und wichtig ist, ihr habt, testet es doch einfach mal aus. Ihr müsst ja, warte mal hier so. Ihr müsst ja nicht haft machen. Das heißt, ihr habt euren Rechner so wie er ist, ganz normal, und macht einen Unreduce-Basic. 30 Tage sind kostenlos, und zwar pro. Das heißt, ihr könnt 100 Festplatten dran haben. 30 Tage sind kostenlos. Schauen, ob es funktioniert. Wenn nicht, Unraid beschreibt ja die Festplatten nicht, wenn ihr nicht wollt. Das heißt, ihr probiert aus, ob die Windows VM dort bootet und so weiter, spielt rum. Wenn es nicht geht, USB-Stick abziehen und von Windows ganz normal weiter booten, und der Rechner ist unverändert. Das ist einfach toll. Da hat sich dann nichts geändert, ihr habt nichts kaputt gemacht. Funktioniert. Und dann kann ich über Unraid so zocken wie über Windows Nativ. Du kannst nur über Unraid dann zocken, wenn du eine Windows VM hast, ja nativ. Aber du machst dann Unraid Headless, weil Unraid blockiert am Anfang die 2080 Ti. Das heißt, die 2080 Ti steht keiner VM zur Verfügung. Du musst sie auswerfen und in die VM einwerfen. Außer du hast zwei Grafikkarten, eine schlechte und eine gute. Die schlechte kannst du Unraid lassen und die gute tust du benutzen. Brauchst aber auf jeden Fall Headless. Unraid Headless, super wichtig. Kannst du googeln, gibst du mal ein. Headless, weil sonst Unraid die erste Grafikkarte schnappt und sagt, ich behalte die. Das wäre blöd. Du willst ja zum Zocken nehmen. Also musst du sagen, pass auf, Unraid, lauf mal nur beim Webbrowser und lass mal den HDMI-Anschluss nutzen. Ich habe mich auch in Unraid verknallt, ziemlich. Das ist der Shit. Das ist halt das, was Linus Tech Tips nie gesagt hat. Ne? Unraid kann mehr. Und es kann so viel mehr. Ihr könnt, wenn ihr unbedingt Freenas Proxmox oder andere VMs haben wollt, ihr könnt ja alles nebenbei verschachtelt laufen lassen. Und wer das nicht braucht, weil ich das auch nicht unbedingt brauche mit so viel Docker, es gibt so viele Docker-Images, Nextcloud, Firefox, sogar mein Firefox, das ist so schön. Ich habe hier einen Firefox. Und dieser Firefox, also dieser Container ist nur dazu da, Firefox zu lassen. Das heißt, den lasse ich offen, ja, so, da, und dann lasse ich den für immer offen. So in der Art. Das ist einfach wunderschön. Oder mein Putty. Ich verbinde mich zu meinem Raspberry Pi. Ich lasse einfach meinen Putty offen. Zack. Und dann verbinde ich mich und lasse das so. Das ist halt... Gut. Und jetzt wünsche ich euch... Ich verklicke mich immer, sorry. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Abend. Macht's gut. Habt ein schönes Wochenende, auch wenn ihr daheim seid. Vielleicht könnt ihr mit Unraid ein bisschen rumexperimentieren. Beim nächsten Mal machen wir mehr Bastel-Action, mehr andere Action, mehr Talk-Action und mehr Action-Action. Im Moment ist halt leider nicht so mehr drin, aber ich mache, was ich kann, um euch zu unterhalten. Und ich hoffe, das gefällt euch.
Gerne auch mit ESA-Gehäusen. Ja, Dennis Farin, das gibt es. Google einfach mal. Es gibt 200 Terabyte Unraid-Server-Videos oder Linus hat eins gemacht mit 350 Terabyte Unraid-Server-Videos. Viele Videos dazu, vor allem zu Unraid. Aber ich verabschiede mich hier an dieser Stelle. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Lasst euch gut gehen. Passt auch auf. Tragt eure Masken, wenn ihr rausgeht. Wenn ihr Bock habt, lasst Falling at Home noch laufen. Und sonst kann ich nur sagen, viel Spaß. Und ihr könnt beim Giveaway noch mitmachen. Ne? Die Umfrage, die jetzt gleich wieder eingebindet wird beim Abschiedsdings. Und wer will, der kann ja dann, ihr wisst ja, gewinnen. Ich gebe es nochmal ein. Wenn ihr Bock habt, können wir nochmal Ausrufezeichen Giveaway eingeben. Dann könnt ihr... oh Gott, jetzt bin ich aus dem Chat geflogen. Ich muss mich ganz kurz wieder einmelden. Nur, dass ich mal was tippen kann. Oh, wow, weil ich nie was tippe. Das ist jetzt super weird. Warum bin ich jetzt ausgeflogen? Okay, pass auf. Ausrufezeichen Giveaway. Und dann... Danke, freut mich, dass der Stream cool war. Hier, Gewinnspiel, ihr könnt was gewinnen. Dafür braucht ihr nur 4 Stunden Viewtime in unserem Stream und könnt euch dann mit Ausrufezeichen Enter eingeben zum Joinen und könnt teilnehmen. Und der Gewinner wird ausgelost, je nachdem aus der Riege der Umfrage, die gerade läuft, wenn ich jetzt draußen bin. Und das war's. Schönen Abend, haut rein, viel Spaß noch.